Hallo zusammen, hallo Freunde. Ihr versteht mich wahrscheinlich nicht. Nochmal, hallo zusammen, hallo Freunde. Mache ich mal wieder ein Bild mit Harz, mit dem Künstlerharz. Und verschiedene Pigmente. Ich habe jetzt hier zum Beispiel von Bösner Libellengrün Metallic. Dieses Azur Bordeaux. Also Bordeaux-Rot eigentlich. Und helles Gold und Schwarz. Wichtig bei Pigment anrühren, nehmt einfach eine Maske. Ihr könnt diese auch nehmen, nicht nur für Corona, sondern eigentlich auch für Pigmente. Die könnt ihr wieder waschen und nochmal benutzen. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns starten. Ich mache ein Bild 30 auf 30 cm und nehme diesen Effektblaster dazu, um ein bisschen Zellenformen rauszubekommen. Dann lasst uns starten. Bis gleich. Thank you.
So, jetzt noch das getrocknete Bild. Harz trocknet in der Regel relativ schnell. Also ich sage jetzt mal 24 Stunden. Bis es richtig durchgehärtet ist, sage ich mal 7 Tage. Okay, ist getrocknet. Cooler Effekt, finde ich. Habe jetzt hier auch das Klebeband abgezogen. Da solltet ihr nicht immer zu lang warten, maximal 24 Stunden. Und dann passt das. Den Rahmen könnt ihr dann, ich könnte jetzt hier zum Beispiel Rot, Schwarz, Gold nehmen, um diesen Rahmen dann einfach farblich anzupassen. Und dann kommt das Bild auch richtig cool. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig sehen könnt. Ganz cool. Alles gut. Okay. Dann war es das wieder von mir. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen, Inspiration gegeben. Und dann wünsche ich euch was. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.